Ein Studienabbrecher mit einem Ehrendoktortitel. Wer ist Vitalik Buterin? Kia ora, wie ihr seht, ich habe mich heute schon zurecht gemacht, weil Vitalik Buterin ist wahrscheinlich einer von den typischen Informatikern, die man sich so vorstellt. Ich glaube, sein Aussehen ist ihm völlig egal. Er hat die Haare mal wild und quer und links und rechts. Das ist überhaupt nicht das Thema. Bei ihm passiert wirklich alles im Brain drin. Ein wahnsinnig schlauer Mensch, der er hat das White Paper zu Ethereum geschrieben, ist Mitbegründer und hauptsächlich auch heute der führende Kopf bei Ethereum. Und wir gucken heute mal genau darauf, wer ist Vitalik Buterin? Wurde 1994 in Russland geboren, als er 6 Jahre alt war, sind die Eltern Informatiker und Wirtschaftsanalytikerin nach Kanada ausgewandert, weil sie sich da mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt für sich selber halt versprochen haben. Und Vitalik ist in der dritten Klasse schon aufgefallen durch sehr hohe kognitive Intelligenz, dass er halt einfach sehr schnell rechnen konnte und wurde dann in der dritten Klasse also auf eine Hochbegabtenschule gesendet und hat da jetzt retroperspektiv, sagt er darüber, dass er halt ganz viele coole Sachen gelernt hat, dass er wirklich Deep Learning da betrieben hat, dass man so tief gelernt hat, dass man eine gute Beziehung zu den Lehrenden auch hatte und dass er da einfach ganz viel übers Lernen an sich gelernt hat, wie man lernt und was das alles mit sich bringt. Und daraus bezieht er einfach halt ganz viel von seiner heutigen Intelligenz. 2011 war Vitalik 17 Jahre alt, als sein Vater ihm etwas über die Bitcoin-Technologie und vor allem die dahinterliegende Blockchain erklärt hat. Das hat ihn offenbar so fasziniert, dass er 2 Jahre später auf Reisen gegangen ist, 2013 in verschiedenen Ländern unterwegs gewesen ist und sich mit vielen Entwicklern unterhalten hat. Und sein Ergebnis nachher dessen war, auf Bitcoin ist vieles möglich, aber eben nicht alles. Und deswegen braucht es eine andere Blockchain, die Turing Complete ist, also wo die ganze Programmierung schon so da ist, dass man als Entwickler nur noch ganz einfache Aufsätze machen muss. Und die hat er jetzt also dann in einem White Paper skizziert, diese neue Blockchain. Und das ist das Ethereum-Netzwerk und hat dazu eben auch die Währung Ether kreiert. Mit anderen zusammen hat er die dann nachher umgesetzt. Buterin hat mehrere Artikel auf Bitcoin Weekly veröffentlicht und gründete dann nachher ein eigenes Format mit Mihai Alessi zusammen, das Bitcoin Magazine. Und das da arbeitete er als leitender Autor. Auch da also wieder ein Hinweis: Buterin gibt sich irgendwie nicht damit zufrieden, einfach irgendwie was zu machen, sondern er muss immer irgendwo in leitender Funktion sein. Und das kann er offiziell aus dem Stand heraus in ganz vielen Disziplinen. 2014 hat er sein Studium an der University of Waterloo abgebrochen. Nicht aber, weil ihm das alles so schwierig vorkam oder weil das sonst irgendwelche Steine in den Weg waren, sondern weil er ein Stipendium in Höhe von 100.000 Dollar bekommen hat. Und damit hat er dann also an Vollzeit an Ethereum und an Ether arbeiten können. Ethereum ist also maßgeblich von Buterin beeinflusst. Bei Ethereum kann man sagen, dass eine der wichtigsten Anwendungen einfach Smart Contracts sind. Intelligente Verträge, wo man also Bedingungen einbauen kann. Wenn Bedingung A oder B oder C oder was auch immer erfüllt ist, dann bitte erst die und die Transaktion auslösen. Das wird sicherlich die Welt verändern. Das wird ganz viele Versicherungen beeinflussen. Das wird das Bankwesen revolutionieren. Und ganz viele andere Blockchains haben eben jetzt auch schon Smart Contracts integriert. Ganz viele weitere wollen das machen. Und bei Bitcoin steht es ja auch in den Startlöchern. Buterin selber hat ungefähr laut Schätzung 333.000 Ether selbst in seinem Vermögen drin und damit alleine ist er schon Milliardär geworden, also in US-Dollar gerechnet Milliardär. Ethereum gesamt hat schon eine Marktkapitalisierung von ungefähr 300 Milliarden Dollar. Also dafür, dass wir vor 20 Jahren noch dachten, die IT-Nerds sind diese armen, bemitleidenswerten Wesen, die so viel zu Hause in ihrem Keller sitzen und programmieren ohne Ende und wahnsinnig intelligent sind, aber niemand versteht sie und es hat doch gar keinen Einfluss auf diese Welt, sind das gigantische Zahlen, wie ich finde.
Wohin die Reise weitergeht, werden wir noch sehen und was alles noch für Neuerungen kommen. Auf jeden Fall ist Ethereum seit langem, langem, langem die etablierte Nummer 2 und es wird immer häufiger gesagt, Bitcoin, Ethereum und die Altcoins. Das heißt, es wird schon manchmal im Narrativ rausgenommen aus den Altcoins und als noch größeres Ding im Crypto-Space gesehen. Buterin selber ist auch Philanthrop und dadurch, dass er halt so viel Kohle angehäuft hat, sagt er, ich muss das nicht alles nur für mich haben. Er hat auch keinen exzessiven Lebensstil, jedenfalls zeigt er den nicht nach außen. Und es deutet alles darauf hin, dass er eben halt auch ein sehr gemeinnütziges Denken hat. So hat er zum Beispiel halt über 1 Milliarde Dollar in der Covid-Situation nach Indien halt gegeben, um diese Covid-Situation halt zu bekämpfen. Und so gibt es viele andere Beispiele, wo er einfach ganz viel spendet. Natürlich taucht so jemand auch immer wieder auf diversen Forbes-Listen auf, Forbes 30, Under 30 oder so, Forbes 50, Under 50 und so weiter. Also er ist einfach ein wahnsinnig reicher Mann jetzt schon geworden. Ich glaube aber, dass das Geld ihn überhaupt nicht antreibt, sondern wirklich die Technologie. Er ist so intelligent, dass er beim Programmieren noch Unterhaltung führen kann. Also wir werden noch ganz viel von ihm erleben. Er ist ja noch sehr, sehr jung und das wird noch gigantische Veränderung in der Welt auslösen, was dieser Mann uns bringt. Das war Vitalik Buterin, der eben zum Beispiel auch ein Studium abgebrochen hat und nach einem Ehrendoktortitel würde der Universität Basel zugesprochen bekommen hat. Aber natürlich ist das Wichtige bei Buterin seine Leistung bei Ethereum.